Panic Porcupine ist der neueste Streich von Spicy Gyro Games. Nach Clash Wars und Polyroll, die ich beide hier auch vorgestellt habe, gibt es jetzt einen schnellen und sehr knackigen Plattformer. Panic steuert sich schnell und direkt. Wenn ich hier gestorben bin, was oft vorgekommen ist, war es immer meine Schuld. Das Spiel macht einen schönen Einstieg. Anfangs halten sich Fallen und kombinierende Elemente die Vorder noch deutlich im Rahmen. Erst später hat man genügend Sägeblätter und Kettensägen, die rotieren und einen das Leben zur Hölle machen. Hat man in diesem Spiel einen Flow, kommt man wahnsinnig gut durch und da macht es auch am meisten Spaß, wenn man das Level mehr und mehr lernt und dann in einem Schwung durchzukommen. Das Ziel ist nicht einfach an das Ende vom Level zu gelangen. Ihr müsst die Anzahl von den Vögelchen sammeln, die oben angezeigt werden. Das Spiel kommt euch sogar entgegen. Ihr könnt einstellen, ob ihr bei einem Lebenverlust alle Vögelchen wieder sammeln wollt oder ob die bereits gesammelten bleiben sollen. Ich habe die Einstellung, dass ich alle wieder sammeln muss, sehr lange so gelassen, da es einfach challenging war. Aber irgendwann wurde es doch so schwer, dass ich es umgestellt habe. Hier gibt es einige Elemente, die sehr auf das Momentum ankommen. Stangen, an denen man Schwung aufnehmen kann, um sich zu katapultieren. Je nachdem, mit wie viel Speed man daran geht, desto besser ist der Schwung beim Katapultieren. Auch runde Plattformen, bei denen man im perfekten Timing wegspringen muss. Anfangs ist das noch recht einfach, aber wenn es sich später auf einer bewegenden Abrisskugel abspielt, erfordert es schon echt Skill und perfektes Timing. Bumper, die euch rumbouncen und grüner Glibber, der euch die Wände hochspringen lasst, bringen nochmal Dynamik in den Ablauf des Levels. Vor allem gibt es auch so Level dann später in einer Welt, da ist sehr viel mit so Bumpern, da kommt man sich ein bisschen vor wie in einer Flippermaschine. Aber es gibt auch Elemente, die, sage ich mal, ein bisschen langsamer sind, wie eine Wippe, die mit Gewicht Panic dann höher befördert. Haken zum Festhalten gibt es auch, zwischen den Haken sind immer einige Sägeblätter, die bewegen oder starr sind, die euch aber zersägen wollen. Hier braucht es vorausschauendes Handeln. Zwischen den regulären größeren Level gibt es auch kleine Level, die sich auf einem Bildschirm abspielen. Hier sieht man zwar alle Vögel sofort und sie sind greifbar nah, aber es ist wirklich tricky. Dieses perfekte Timing beim Wegspringen, nachdem man hochgeschleudert wird, ist eine Sache. Aber dann noch den Elementen ausweichen, die euch hops nehmen wollen, ist eine andere Sache. Also es ist schon fordernd. Aber auch sehr, sehr spaßig, wenn man es dann geschafft hat. Sofern man eben kein Problem mit erneuten Versuchen hat, da jeder Hit den Tod bedeutet. Wobei zum Beispiel der nasse Zement nicht gleich Panic das Leben nimmt, sondern erst, wenn man nicht schnell genug wieder daraus verschwindet und eben versinkt. Das Angenehme hier ist auch, dass im Panic Porcupine jetzt nicht wie in anderen Plattformer einige Gegner im Level rummarschieren. Ihr habt hier Elemente, die ihr benutzen könnt, wie die Stangen und diese runden Plattformen und Elemente, die euch Schaden zufügen oder Hindernisse, die euch daran hindern, schneller voranzukommen. So kann man die Level sehr, sehr gut studieren und jedes Mal kommt man ein bisschen weiter, was sehr motivierend ist. Und für so eine Art Spiel ist auch die Übersicht perfekt, da es nicht zu weit reingezoomt ist, um große Sprites darstellen zu können. Panic hat die perfekte Größe und die Übersicht ist absolut ausreichend, um rechtzeitig reagieren zu können. Also da haben sie schon echt gut mitgedacht. Die Bosskämpfe sind ultra spaßig, da sie Gameplay-Elemente aus den Level toll mit einbinden. Wäre auch langweilig, wenn man einfach klassisch dreimal draufspringen müsste. Ein Bosskampf ist recht mittig und ihr müsst mit den Stangen Schwung aufbauen und dann die richtige Höhe erwischen, um ihn dann zu treffen. Oder ein anderer Bosskampf, der von kleinen Elementen geschützt wird, hier wird sich in guter alter Donkey Kong Manier mit Kanonen rumgeschossen. Die Schauplätze sind unter anderem ein Zirkus, eine Baustelle oder auch eine Gruselwelt. Jede dieser Welten hat eine kleine Map, ich liebe ja Maps, die jetzt keinen spielerischen Mehrwert haben, aber in 2D-Plattformern habe ich immer gerne eine Map, da so aus einzelnen Level doch eine kleine zusammenhängende Welt entsteht. Neben den Vögeln gibt es noch Eier zu sammeln für Personen, die noch ein bisschen mehr Herausforderung wollen. Über Grafik und Musik muss ich nicht viel sagen. Das ist genau das meine. So war es auch schon bei den vergangenen Spielen von dem Entwickler. Ich hoffe, sie behalten diesen Stil auch für kommende Spiele. Ich stehe einfach total auf diesen knallbunten Retro-Look. Für 8 Euro auf Steam kann man da echt nicht meckern, da es auch über 50 Level sind und man wirklich beschäftigt ist. Wartet ihr auf einen Sale, bietet der Entwickler seine 3 Spiele zusammen für unter 10 Euro an, was ein unschlagbarer Preis ist. Eine Switch-Umsetzung könnte ich mir vorstellen, da es unter anderem auch Polyroll für die Switch gibt. Ich für meinen Teil freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Spiel von Spicy Gyro Games. Ich hoffe, es wird Clash Force 2, da es davon schon ein Gameplay-Video gibt, das aber leider schon ein paar Jahre älter ist. Alles in allem kann ich Panic Porcupine jedem empfehlen, der auf Retro steht, auf Plattformer steht, bisschen herausgefordert werden will und eben einfach eine gute Zeit haben will für nicht viel Geld.